Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A New Beginning. Wir haben versucht, über unseren behelmten Quickie hier das Video von der Indes-Katastrophe zu bekommen. Das hat uns aber nicht gebracht, weil er einen Fehler hatte. Hat uns aber gesagt, dass diese beiden Dinge hier in der Nähe dieses Teils sind. Also versuchen wir die jetzt einfach mal durch und hoffen, dass er uns dann, wenn er, ja, sagen wir mal, den Karton mit einem von diesen Dingern bringt, er dann auch das Video mitbringt. Dann nehme ich eben das Manuskript. Einen Moment bitte. Fehler. Hm. Fehler. Fehler. Und jetzt? Fehler, Fehler, Fehler? Das ist aber nicht der... Nein. Puh. Nein, ich wollte das nochmal benutzen. Guten Tag, Sean Rathold. Ja, ich nehme die Kamera. Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Aha, die Kamera kommt. Und jetzt hoffen wir mal, dass in der... Okay. Eine kleine durchsichtige Box zur Lagerung von Artefakten. Hm. Ja, jetzt können wir mit der Kamera irgendwas machen. Mal einschalten, würde ich sagen. Geht wohl nicht. Kann ich die Kamera anschauen? Hä? Oh, da kann ich jetzt wohl nichts machen damit. Eine Ninon Opus Lux C Spiegelreflexkamera mit Selbstauslöser. Zumindest steht das hier so. Kann ich eigentlich was mit der Box noch machen? Nee. Untersuchen. Ach, das ist jetzt Untersuchen? Ich hätte die gerne eingeschaltet. Dann aktivieren. Okay, ich stelle den Selbstauslöser auf etwa eine Minute. Aha. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Aha. Was kann ich mit dem Teil machen? Hm. Kann ich wohl nichts machen damit. Ich wüsste zumindest nicht was. Hm, so. Eine kleine durchsichtige Box zur Lagerung von Artefakten. Schließen. Hm. Vielleicht kann er mir was sagen. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich hab noch viel zu tun. Ich mach's kurz. Okay, okay. Das war's schon. Das war's schon. Gut. Hm. Hm. Tja, dann muss ich das Terminal nochmal. Ach so, ich schaue nach den Kassetten. Ich schaue mal nach den Kassetten. Benutzen. Guten Tag, Sean Rathold. Ist dies nicht... Ja. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Ich möchte etwas anderes bestellen. Schicken Sie das in der Auslage befindliche Artefakt wieder zurück, bevor Sie eine weitere Bestellung aufgeben. Hm. Sollen wir das machen? Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Aha. Okay. Ja. Guten Tag, Sean Rathold. Ich brauche das Video. Ich brauche das Video. ID 21108321091. Einen Moment bitte. Fehler, Fehler, Fehler. Nicht du auch noch. Was ist denn los? Hm. Offenbar gab das Behältnis in unmittelbarer... Erstens. Zweitens. Okay, Dann nehme ich das Manuskript. Dann nehme ich eben das Manuskript. Einen Moment bitte. Fehler. Hm. Fehler. Fehler. Ja, puh. Ja. Guten Tag, Sean. Ja, ich nehme die Kamera. Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Okay, jetzt kommt die leere Box. Öffnen. Soll ich da die Kamera wieder reinlegen? Schließen. Ach so, Moment. Ah,
Moment, Moment, jetzt habe ich verstanden. Die Kamera habe ich mit dem Selbstauslöser. Ich bin fertig mit dem bestellten Letzter. Artefakt. Aha, und jetzt hat die Kamera ein Bild gemacht. Jetzt da, verstehe. Und jetzt wollen wir die Kamera wieder haben. Guten Tag, Sean Red. Ja, ich nehme die Kamera. Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. So. Und, ach Quatsch. Eine ansehen. Kleine durchsichtige Box zur Lagerung von Artefakten. Richtig. Öffnen. Moment. Ah, da ist es. Das da rechts muss das Video sein. Und ich kann noch was erkennen. Eine Kiste mit einer ID. 3476897099987. Okay. Guten Tag, Sean Red. Ist dies nicht in... Ich möchte etwas anderes bestellen. Ich möchte etwas... Schicken Sie das in der Auslage. Okay. Ich brauche... Gehen Sie sorgfältig mit dem Artefakt um. Okay, dann machen wir jetzt die Box wieder zu. Und benutzen das Terminal wieder. Guten Tag, Sean. Ist dies nicht... Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Genau. Genau. So, und jetzt benutzen. Jawohl. Ah, und jetzt will ich dieses Artefakt. Ich will das Artefakt mit der Nummer 3476897099987. Das Behältnis mit der ID 3476897099987 ist leer. Möchten Sie dieses Artefakt trotzdem bestellen? Ja. Oh, das ist aber ein großes Behältnis. Ach, da können wir einsteigen. Aha. Diese Box ist viel größer als die anderen. Da würde ich ja sogar reinpassen. Mhm. Einsteigen. Nein. Wie? Auf keinen Fall. Ich kann doch... Ah, das ist doch... einsteigen. Jetzt. Weiß nicht, was gerade nicht gestimmt hat. Tatsächlich, ich passe hinein. Und warum bleibst du da nicht drin? Tatsächlich, ich passe hinein. Kannst du mir helfen? Kannst du Quickie sagen, er soll die Kiste zurückschicken? Kannst du Quickie bitte sagen, er soll die Kiste zurückschicken? Das fänden meine Freunde aber nicht in Ordnung. Bitte, tu mir diesen Gefallen. Ich störe dich danach auch nie wieder. Ich störe dich danach auch nie wieder. Meine Freunde sagen, ich darf keine Menschen in der Box wegschicken. Ich darf keine Ausnahmen machen. Geht nicht, nein. Ich brauche diese Kassetten wirklich dringend. Ich brauche diese Kassetten wirklich dringend. Ich darf keine Ausnahmen machen. Geht nicht. Nein. Ich koche dir und deinen Freunden auch was. Ich koche dir und deinen Freunden auch was. Das würdest du tun? Wir haben oft Hunger. Klar, versprochen ist versprochen. Okay, sag Bescheid. In 10 Minuten musst du diese Box hier zurückrufen. Okay. Okay. Danke. Du bist mir eine große Hilfe. Dann steige ich mal wieder ein. Kann ich die Box jetzt auch irgendwie zumachen? Wegschicken. Du kannst mich jetzt wegschicken. Okay. Quickie, schick sie weg. Aha. Okay. Hier sind die Videokassetten. Zumindest sieht's so aus. Das ist die Box mit den Videokassetten. Sie klemmt. Ach nö. Schraubzieher. Ah, geht sogar. Was war jetzt das da unten? Es sind zwei.
Nein, bleib hier. Nehmen. Ein Video vom Kraftwerkunglück und eines von der Klimakonferenz. Egal, was Salvador sagt. Wir müssen mit den Menschen reden. Er wird schon noch einsehen, dass ich recht habe. Da bin ich mir nicht so sicher. Einsteigen. Ich setzte mich in die Box und wartete. Ich weiß nicht, wie lange. 10 Minuten? Eine halbe Stunde? Nichts geschah. Ihr Freund hat sie versauern lassen. Ihm gefiel wohl nicht, sich von ihnen belehren zu lassen, wie er zu leben hat. Warum auch immer. Er hatte mich verraten. Na super. Rausch, Rausch, okay. Hallo? Zeitleitstelle, bitte kommen. Quadi? Naomi? Hier spricht Faye. Könnt ihr mich hören? Mission abbrechen. Verloren. Wir haben verloren. Quark, Indes. Echos von den anderen. Svensson. Und Ben Svensson ist unser Retter. Ben Svensson? Das habe ich doch nie gesagt. Hallo? Hallo, wer spricht da? Ach, N. Was? Ich sagte, rede mal verständlich. Und hör auf, wie ein verrücktes Huhn in die Leitung zu gackern. Wo steckst du überhaupt? Salvador, wieso bist du in der Leitung? Wieso bist du in der Leitung? Delvin hat unser Funkgerät repariert. Wir können uns jetzt jederzeit kontaktieren, wenn sich etwas Neues ergibt. Etwas Relevantes, etwas Wichtiges. Etwas, was die Mission weiterbringt. Hysterisches Rumgestammel stand aber nicht auf der Liste. Ich habe Bruchstücke einer Zeitinterferenz abgefangen. Wow, gratuliere. Das unterscheidet dann wohl einen Profifunker wie dich von einem Laien wie mir. Wenn ich funke, dann bekomme ich immer nur klare Nachrichten rein. Nein, du verstehst mich falsch. Ich habe mich selbst gehört, aber nicht mich jetzt, sondern später. Ich meine, ich habe etwas gesagt, was ich noch nicht gesagt habe. Wir funken durch die Zeit, was erwartest du? Ach, jetzt weiß er auf einmal ganz genau Bescheid, worum es hier geht. Hahaha. Sagt dir der Name Ben Svensson etwas? Svensson? Sollten da nicht schon automatisch die Glocken läuten? Er ist derjenige, der uns seit Jahrhunderten mit Energie versorgt. Das ist es. Ja, wer hätte gedacht, dass es zwischen ihm und dem Svensson-Generator einen Zusammenhang gibt? Nein, ich meine, das ist es. Ich habe einen Plan. Ich weiß, wie wir die Katastrophe verhindern können. Das ist ja alles schön und gut, aber ohne das Tape nützt uns das nicht viel. Ich habe das Tape. Ich habe sogar 2 Tapes. Eines von der Katastrophe und was noch viel interessanter ist, die Aufnahme von der Klimakonferenz eine Woche davor. Worauf wartest du denn noch? Bring sie her! Ich kann nicht. Ich sitze fest. Oh Mann. Wo? Im Archiv. Eigentlich sollte mich ein Freund wieder rausholen, aber ich warte immer noch. Ein Freund? Warte dort, ich bin sofort da, over and out. Na, vielleicht ist der Salvador ja doch zu irgendwas Nutze. Außer zu blöden Sprüchen. Nette Box. Ich hoffe, dich gibt es jetzt nicht serienmäßig. Danke für deine Hilfe. Du sagtest, du hast das Tape? Hier, bitte. Gute Arbeit. Und hier das 2. So, und jetzt der Plan. Wir reisen zur Klimakonferenz und erzählen den Menschen vom Svensson-Generator. Anschließend werden sie das Kraftwerk abschalten und puff, die Klimakatastrophe hat nie stattgefunden. Wo ist mein Freund? Er wollte nicht kooperieren. Ich musste das Risiko minimieren. Du hast ihn... Hier. Das Konferenzvideo kannst du behalten. Ich habe nicht vor, die Mission für diplomatischen Hokuspokus zu opfern. Das Kraftwerk ist das Ziel. Was? Gib mir sofort das Video wieder. Wenn wir zum Kraftwerk reisen, wird es nur noch mehr Tote geben. Wir reisen zur Konferenz. Es wäre auch in deinem Interesse. Na, da bin ich aber gespannt. Wir wissen nichts über die Zeit, in die wir reisen. Vielleicht ist alles ganz anders als auf deinen Videos. Wir wissen nichts über die Zeit, in die wir reisen. Vielleicht ist alles ganz anders als auf den Videos. Zur Konferenz wären wir eine Woche früher da. Und wir hätten mehr Zeit, den Grund für die Katastrophe zu finden. Guter Punkt. Und weiter? Wenn es mir nicht gelingt, sie zu überzeugen, kannst du immer noch machen, was du willst. Wenn es uns nicht gelingt, das Kraftwerk direkt vor Ort zu retten, dann ist die Mission gescheitert. Wir erhöhen unsere Chancen, wenn wir im Vorfeld alles versuchen, das Unglück auf anderem Wege aufzuhalten. Macht Sinn. Was noch? Hm.
Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Wir können sie nicht dazu zwingen. Wir müssen eine langfristige Lösung finden. Wenn wir ein Kraftwerk retten, wird irgendwo ein anderes explodieren. Die Menschen müssen sich aus eigener Überzeugung ändern. Wir können sie nicht dazu zwingen. Das wird sich zeigen. War das jetzt alles? Reicht dir das noch nicht? Also gut, ich lass dich auf die Konferenz. Es ist einfach der bessere Weg. Du hast heute viel Geschick und Intelligenz bewiesen. Du hast den Bohrer eigenständig umgebaut und du hast ein fremdes Terminal repariert. Es wird dir sicher auch ein leichtes sein, die zweite Zeitkapsel wieder in Gang zu bekommen. Was? Wenn es dir noch nicht aufgefallen sein sollte, in unserer Kapsel ist nur Platz für zwei. Und ich habe mich für meinen Techniker entschieden. Ihr lasst mich zurück? Ja. Und eines noch, wir können Gewalt nicht vermeiden. Es wird sterben, wer sterben muss. Vielen Dank für deinen Einsatz, Faye. Lebe wohl. Warte! Was? Da Sie jetzt hier sind, nehme ich an, Sie haben die zweite Kapsel in Gang bekommen. Nein. Ich habe Ihre sabotiert. Ihr könnt mich doch nicht zurücklassen! Delvin! Es tut mir leid, Faye, aber ich... Delvin ist wichtiger als du. Er wird von dir erwarten, Menschen zu töten. Faye, bitte! Ich darf jetzt keinen Fehler machen. Das Video liegt an seinem Platz. Der Zeitsprung wird gleich starten. Ich kann jetzt nichts mehr daran ändern. Aber ich vielleicht. Kraftwerksvideo. Delvin, wir müssen zu dieser Konferenz. Ihr macht einen Fehler. Faye, ich muss nachdenken. Kraftwerksvideo nehmen. Hey, lass die Kassette bitte liegen. Aber... Befolge nur einmal die Befehle von Salvador. Nein, das tun wir ganz sicher nicht. Können wir die beiden austauschen? Als keiner hinsah, habe ich die Videokassetten vertauscht und gewartet. Das ging sogar. So, alles bereit. Zeitsprung initiiert. Pulse auf maximaler Stufe. Zielkoordinaten sind eingeloggt. Quantensignatur des Videos. Etwas stimmt nicht. Mein Gott! Zeitsprung abbrechen! Zu spät! Die Zeitdrift wird uns auseinanderreißen, wenn ich nicht sofort nachjustiere. Faye, ich bring dich um! Du hast die Videos ausgetauscht, richtig? Faye! Steig zu Salvador in die Kapsel. Ich werde retten, was noch zu retten ist. Okay, Delvin. Ruhe bewahren. Das Ziel ist nicht mehr das Kraftwerk, sondern die Konferenz. Eine Woche früher, am 21. März. Nein, halt! Am 20. Und das Jahr! Das Jahr! Mein Gott! Was hatte Salvador gesagt? Wow. Ich hoffe, das war richtig. Der zweite Zeitsprung war anders als der erste. Die Schmerzen waren unerträglich. Aber hier bin ich nun. Mit deiner Hilfe können wir der Menschheit vielleicht eine zweite Chance geben. War das Barneys Idee? Ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich bin gerade... Ich mach keinen Spaß, Svensson. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Raus. Verschwinden Sie. Hast du mir nicht zugehört? Ohne deine Hilfe kann ich nicht... Oh doch. Ich habe sehr wohl zugehört. Ich habe alles verstanden und ich habe die Worte im Kopf bewegt. Und ich will, dass Sie gottverdammt nochmal verschwinden! Drücken ist nicht, Alter! Oh. Er ist K.O. geschlagen worden. Kapitel 3. Rüdes Erwachen. So, der ist fest verschnürt. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Jetzt wird er wohl kaum noch kooperieren. Auch nicht weniger als vorher. Hm.
Was sind das nur für Leute? So eine Art Ökoterroristen? Und wo bin ich hier? Tja Leute, wo Ben sich befindet und wer der mysteriöse Helfer von Faye war, das erforschen wir dann alles in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.